Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Ich habe jetzt ein bisschen länger nicht gevloggt. Heute ist Sonntag der 22. Ihr habt es gehört. Und wir machen uns jetzt gleich auf ins Tierheim nach Löbecke. Und zwar, es ist ein ganz bisschen von hier, hier gibt es eigentlich nur eins, was näher dran ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da Luckys Schwester ist, weil, also eine Freundin von mir hat mir ein Bild geschickt und hat gesagt, hey, guck mal, der sieht aus wie dein Hund. Und ich dachte so, wow, 1:1, das ist halt ein Mischling, deswegen ist es halt noch seltsamer, dass sie sich so, so ähnlich sehen. Und dann habe ich da angerufen und gefragt, eigentlich sollte die schon zu Hause bekommen. Die sind abgesprungen und dann habe ich da halt angerufen und ja, die meinen halt, dass der Hund um die 11 Jahre sein wird und meiner ist halt auch 11 Jahre. Und jetzt hast du die Schnulli verloren. So. Und auf jeden Fall ist das halt ein Riesenzufall. Die sehen genau gleich aus, ist ja aus einer ähnlichen Umgebung. Und das Alter passt. Von daher, ich war da letztens mit meiner Mama, hab die angeguckt und die sehen sich wirklich so ähnlich. Und dann sind wir ein bisschen mit ihr spazieren gegangen und heute ist der Tag der offenen Tür und da wollten wir jetzt einfach vorbei, ich mit meinem Mann und meinem Sohn. Genau, heute ist der letzte schöne Sommertag, sage ich mal, schätze ich. Deswegen heute nochmal schön ein Kleid angezogen und da freue ich mich drauf. Genau, ich bringe auch noch eine Kleinigkeit mit vom letzten Mal. Habe ich Leckerlis mitgebracht und jetzt hatte ich hier noch auch so Boxen mal. Hier so Katzenspielzeug, irgendwie mit Katzenminze drin. Oh Gott. Und hier nochmal eins, das brauche ich nicht, weil meine Katzen stehen tatsächlich nicht so auf Katzenminze. Und ja, ich denke, die im Tierheim freuen sich über solche Sachen, wenn die ab und zu mal... Da war ich deiner. Der Kleine ist übrigens heute 4 Monate alt geworden. Richtig süß, der Kleine. Der ist, also eigentlich ist er schon so groß, das ist unglaublich. Ja, ich wollte mich nur kurz melden. Ich nehme euch ein bisschen mit. Da gibt es auch eine Tombola. Vielleicht haben wir Glück und gewinnen was Schönes. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall einen kleinen Familienausflug. Und darauf freue ich mich sehr. Hallo! Hier ist gerade voll laut. Fahren wieder sehr viele Autos hier lang. Nervig. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Und ja, ich hatte 5 Tombola-Lose gekauft. Kostete jeweils 2 Euro. Und wir haben was gewonnen. Aber ja, natürlich nicht super krass jetzt gewonnen. Da gab es coole Sachen. Aber trotzdem ganz cool. Ich habe einmal ein... von Gewohl, Fußkraft Blau, mit Lavendel, Rosmarin und Bergkiefer, eine Limited Edition, also eine Fußcreme gewonnen. Finde ich sehr cool, weil das kann ich halt auch auf jeden Fall verwenden und gut gebrauchen. Und wir haben noch was gewonnen. Und zwar kann ich euch jetzt schlecht zeigen mit einer Hand. Wartet. Naja, ich zeige es euch ganz grob. Also es ist einfach ein T-Shirt mit V-Ausschnitt. Ich kann es wirklich gerade nicht zeigen mit einer Hand. In Größe L und das hatte gerade mein Mann einmal an und das steht ihm sehr gut. Deswegen ist das eigentlich auch nicht schlecht, was wir da gewonnen haben. Wir können auf jeden Fall alles davon gebrauchen, verwenden. Es ist also auf jeden Fall kein Reinfall gewesen. So viel dazu. Und ja, jetzt sind wir halt wie gesagt zu Hause. Mal schauen, ich muss hier gerne ein bisschen was aufräumen, weil, also ich hatte vor kurzem hier Pflanzen bestellt. Die muss ich irgendwie noch wegräumen. Dann kam gestern ein DM-Paket an, da habe ich noch ein bisschen was. Hier Pappmüll muss ich machen und Küche aufräumen. Ich hatte mich Wohnzimmer jetzt letztens aufgeräumt. Ich habe immer so, meine Aufräummomente sind irgendwie immer abends bei mir. Könnt ihr mir gerne sagen, wie es bei euch ist. Aber immer habe ich abends richtig Bock aufzuräumen manchmal. Und dann kann mich da auch nichts mehr stoppen. Genau, und ich hatte eben überlegt, ob ich jetzt noch ein Video drehe, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe heute jetzt gar nicht, also gerade keine Lust. Das mache ich morgen, weil wir jetzt auch unterwegs waren. Es ist so warm und es ist so schönes Wetter. Ich habe jetzt keine Lust, dann oben zu sitzen. Ja, mal gucken. Und ich hatte halt nur gerade ein Video, also ich würde eigentlich theoretisch als nächstes meine Blush-Sammlung drehen und ich habe halt sehr viele Blushes, deswegen würde das ein bisschen dauern.
Ja, mache ich morgen. Ich hoffe, der Kleine lässt mich. Hallo ihr Lieben, heute ist inzwischen schon Dienstag. Und ja, was gibt es zu erzählen? Ich habe mich gerade geschminkt und ein Video gedreht, also im Grunde zu der Palette, zu diesem Look. Und ja, sieht man daran, dass ich noch meine Schlabberhose trage, aber ein normales Oberteil. Genau, so muss das sein. Ja, ich werde jetzt aufräumen. Ich würde unbedingt die Waschmaschine jetzt anstellen und auf jeden Fall schon mal den Geschirrspüler. Weil ganz ehrlich, das sind so Sachen, die sollte man eigentlich nicht vor sich herschieben, weil das geht ja letztendlich automatisch. Also ihr macht nur kurz was und dann geht das automatisch. Deswegen macht das, finde ich, keinen Sinn, sowas zu schieben. Deswegen mache ich das jetzt gleich. Ihr auch, wenn ihr das jetzt guckt und ihr müsst das noch tun, dann tut es gleich. Genau, ich wollte euch noch was zeigen, was ich gestern gemacht habe. Mein DIY. Es ist mal wieder draußen hier laut, weil alle viel zu schnell fahren. Ja. Naja, auf das ist auf jeden Fall mein DIY. Ich habe das hier gekauft. Adding Spray. In Gold. Und so sieht das Ganze aus. Es ist mehr Silber als Gold irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich noch was verkehrt gemacht habe. Ich lasse jetzt erstmal gerade trocknen und sprühe nachher nochmal drüber. Mal schauen. Also ich fände es jetzt auch nicht so schlimm, wenn das so aussieht. Trotzdem ganz süß. Hier ist übrigens ein C abgebrochen von ihm hier. Ja. Den muss ich mit Sekundenkleber noch wieder dran machen. Deswegen brauche ich unbedingt Sekundenkleber. Und genau, das sind die Abdrücke von meinem Kleinen. Hier wartet schon wieder so ein kleines Ungeheuer. Und da ist der andere. Genau. Ich habe nämlich so tiefe Bilderrahmen bestellt. Schwarze tiefe Bilderrahmen. Ich glaube, den Hintergrund werde ich auch schwarz machen. Weiß ich aber noch nicht. Und dann würde ich die da hinten dran kleben. Und dann habe ich noch so ein Plättchen bestellt mit Damiens Namen eingraviert. Auch eigentlich in Gold halt. Ja, und das finde ich halt ganz süß, wenn man das nachher aufhängt. Ich weiß nicht, vielleicht oben im Flur oder unten im Flur, wenn der irgendwann hier gemacht ist. Wir sind hier noch super viel hier im Haus im Renovieren. Gerade das zweite Kinderzimmer sind wir, fangen wir jetzt gerade an. Genau. Und wenn dann ein zweites Kind da ist, dann könnte man das auch machen. Und dann sieht das halt ganz süß, glaube ich, aus, wenn das dann irgendwo hängt. Genau. Da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, dass ich heute nicht vergesse, Sekundenkleber halt zu kaufen, weil wir wollen ihn ja nicht den einen kleinen Zeh unterschlagen, das geht natürlich nicht. Und ich finde, das ist halt einfach eine super Erinnerung. Auf Amazon gibt es halt diese Gipsabdrucksets zum Beispiel. Da habe ich mir einfach eins genommen. Und das ist wirklich richtig cool. Ging super einfach an sich. Und ist halt eine schöne Erinnerung, dass man wirklich genau diesen Abdruck, nicht nur so einen Abdruck so draufgedrückt, wisst ihr, was ich meine, sondern wirklich den Umriss, die Falte und so. Es ist einfach super süß. Genau, das ist so das DIY-Projekt, was ich jetzt gerade anfange. Und wollte ich euch noch was erzählen? Ich überlege gerade. Boah, ich weiß nicht, ich muss jetzt gleich noch ein bisschen was machen. Ich möchte auf jeden Fall noch, ich hoffe, dass meine Erde ankommt, weil da sind Pflanzen, die ich noch umtopfen muss. Deswegen stehen die da gerade blöd rum. Und hinten in der Küche muss ich wieder noch ein bisschen gleich was machen. Weil gestern gab es Krustenbraten und ganz viele Beilagen und so. Und das ist dann natürlich immer ein bisschen mehr Aufwand und auch mehr Geschirr und so, was man nachher hat. Und da muss ich noch ein bisschen gleich Töpfe sauber machen, spülen und so, genau. So viel dazu. Ansonsten steht jetzt heute nichts Besonderes an. Ich werde nachher nochmal in die Stadt fahren. Ich muss nämlich nochmal zu Rossmann. Ich möchte mich noch meinen Gutschein einlösen. Weil momentan gibt es ja diese Rossmann-Aktion, dass wenn man für 1 Euro es kauft, man einen Gutschein halt bekommt für ein Gratis-Produkt. Und da habe ich jetzt gerade eine Seife, die ich abholen kann von Palmolive. Und das möchte ich natürlich gerne machen. Hier er wieder. Und ja, deswegen möchte ich unbedingt zu Rossmann. Ich brauche noch Sekundenkleber. Und muss ich noch was machen? Weiß ich nicht. Theoretisch müssen wir auch noch Trinken kaufen, aber mal schauen. Ja, mal gucken, mal gucken. Und dann halt noch Haushalt, sonst nichts Spektakuläres heute. Bin sowieso gespannt diese Woche. Freitag ist ein interessanter Tag. Da möchte ich jetzt aber hier nichts zu erzählen. Betrifft auch mehr meinen Mann als mich. Aber ist auf jeden Fall sehr interessant. Und am Sonntag haben wir einfach unseren Hochzeitstag schon. Wir sind einfach schon ein Jahr verheiratet. Die Zeit geht so, so schnell rum. Und das ist dann eigentlich auch die Zeit, wo wir von dem Kleinen erfahren haben, dass ich schwanger bin. Weil ich glaube, zwei Tage nach der Hochzeit habe ich erfahren, dass ich schwanger bin. Ich wusste das nicht. Also zum Zeitpunkt der Hochzeit war ich in dem Sinne schon schwanger. Habe trotzdem ganz viel getrunken, weil ich es ja nicht wusste. Ja, genau. Und das sind jetzt gerade so die Momente, die anstehen, wo man so zurückdenkt an letztes Jahr. Und es ist einfach so schön, jetzt den Kleinen zu haben. Der ist einfach 4 Monate alt. Und
ist einfach so schön mit ihm. Er isst ja jetzt schon sehr viel Brei. Ja, er ist gerade erst 4 Monate alt geworden, aber die Ärztin hatte uns das schon vorher gesagt, dass wir ihm ruhig schon Brei geben können, weil er einfach recht weit ist und er möchte das auch. Also wirklich, das merkt man. Also als wir das erste Mal, sie hat gesagt, wir können mal probieren, ihm was zu geben. Jetzt nicht, dass wir ihn komplett schon füttern, aber dass wir mal probieren, ob er es möchte überhaupt. Und was war? Der erste Löffel war erst ein bisschen skeptisch, aber dann war so Mund aufgerissen. Er hatte gar nicht dieses mit dem Reflex, dass sie das rausdrücken aus dem Mund, überhaupt nicht. Er hat immer den Mund aufgerissen, wenn es schnell genug ging, hat er angefangen zu heulen. Also er liebt Brei, wirklich. Und manchmal, du merkst es schon richtig, jetzt inzwischen füttern wir ihn halt schon mehrmals. Mindestens eine Mahlzeit am Tag ist mit Brei. Manchmal machen wir auch 2. Kommt drauf an. Also er kriegt natürlich noch Fläschchen, aber wir haben da schon ein paar Brei-Mahlzeiten drin. Und er möchte das auch. Also wenn wir ihm mit Milch kommen, er trinkt nicht mehr so gerne Milch wie vorher, jetzt wo er Brei kennt, so bin ich ganz ehrlich. Und manchmal, wenn er wirklich so doll am Heulen ist und dann will er auch keine Milch, dann weißt du, okay, der möchte jetzt Brei haben einfach, er möchte es. Und das ist super, super süß. Wir geben ihm ganz viele verschiedene Sachen natürlich. Ich habe auch schon ein paar Sachen selber gemacht, einfach damit er alles kennenlernt und ist total niedlich. Er trinkt seine Babysäfte und sowas. Ja, das ist wirklich schon sehr, sehr süß. Und gestern hatten wir so einen Fall. Oh. Gestern gab es Kürbisbrei das erste Mal. Erst war Kürbis so ein bisschen nicht so seins, aber dann ging's. Und er hatte gerade den ganzen Mund voll mit Kürbis und dann musste er niesen. Alles war voll, also alles um mich rum. Und ich natürlich auch. Also bis ins Auge, ich musste erstmal meine Augen ausspülen. Im Haar, das heißt, ich war auf jeden Fall danach noch duschen, weil ich sah aus wie Sau, wirklich. Es war, aber gleichzeitig war es natürlich auch ultra lustig. Aber das gerade mit Kürbispüree passieren müssen, ne? Geht nicht so gut aus allen Sachen wieder raus. Naja. Aber was auch cool ist, und zwar diese Nacht war es extrem. Er hat diese Nacht, wir hatten ja nie Probleme mit ihm schlafen eigentlich. Er hat meistens eine Flasche in der Nacht gebraucht und ansonsten komplett durchgepennt. Heute war die erste Nacht, wo er, glaube ich, wirklich... Ich glaube, es gab noch keine andere Nacht. Was hast du denn? Da ist nichts draußen. Das ist ein Träger. Und heute war auf jeden Fall die erste Nacht, wo er komplett durchgepennt hat. Wir haben ihn gestern um 9 Uhr gefüttert, 21 Uhr um den Dreh. 22 Uhr haben wir ihn in sein Kinderbett gelegt. Und um 6 Uhr ist er wach geworden. Und dann haben wir ihm dann halt auch eine Milch noch gegeben, oder ich. Genau, also er hat komplett durchgeschlafen, keinen Muss gemacht, gar nichts. Also wie gesagt, wir sind, können uns sonst auch nicht beschweren. Einmal in der Nacht wach werden, ist, finde ich, überhaupt nicht schlimm. Aber er hat einfach diesmal komplett durchgeschlafen. Und das war so lustig, weil mein Mann, seine erste Reaktion, geht's Jamie gut, als er morgens dann wach geworden. Nee, das war dann, wie war das? Mitten in der Nacht oder so ist er wach geworden und ich irgendwie auch von alleine. Ich weiß nicht mehr, wie es zusammenhängt. Ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall meint er dann, geht's Demi gut? Weil er halt sich nicht gemeldet hat. Ich glaube, es war vielleicht schon 4, 5 Uhr. Und Demi hatte sich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gemeldet. Und dann, ja, aber dann konnten wir ihn atmen hören auch aus dem Bett raus. Also alles gut, aber wir waren halt schon ein bisschen verwundert, sag ich mal. Weil einmal hat er sich eigentlich safe gemeldet und das war meistens so gegen 3 Uhr. Hallo, ich hatte ganz vergessen vorhin zu sagen, dass ich heute auch noch eine Rewe-Bestellung wieder bekommen habe und ich dachte, ich zeige das wieder in diesem Vlog. Ich habe mal gerade, da hinten stehen auch ein paar Tüten, ich habe mal gerade ein paar schon mal hier vorne hingeholt, da kann ich es euch besser zeigen, weil ich hier die Kamera besser abstellen kann. Und zwar durften einmal Zwiebeln mit. Wenn ich es auf die Reihe kriege, sage ich euch auch gleich genau, was diese Woche dann alles da mit geben soll. Dann habe ich aber Paprika mitbestellt. Ich bin ja ganz ehrlich, ich habe gar keine... Ach doch, es sollte Ofengemüse soll's geben. Einen Tag. Dann durften noch mal rote Zwiebeln mit. Da haben wir noch ein ganz paar von. Und Kartoffeln durften mit. Da haben wir auch nicht mehr viele. Kann man schließlich immer kaufen. Und damit... Ach ja, eine Kartoffelsuppe gibt es auch diese Woche. Da freue ich mich schon richtig drauf. So, das war eine Tüte. Hier ist irgendwie nicht so viel drin. Hier sind einfach nur 2 Kohlrabi drin. Die sind für Schnitzel mit Kartoffeln und Kohlrabi.
Dann haben wir hier Staudensellerie, auch für die Kartoffelsuppe. Dann habe ich hier noch Drillinge, die sind auch fürs Ofengemüse. Dann Champignons, braune und weiße sind da drin. Und ich habe eigentlich nur eine bestellt. Ich weiß gar nicht, warum hier zwei drin sind. Keine Ahnung, auf jeden Fall Süßkartoffel, auch fürs Ofengemüse. Und jetzt hole ich kurz die anderen Tüten. So, dann haben wir hier noch einmal diese Chicken Nuggets, auch für Kartoffelsuppe. Dann habe ich hier so einen Riesenbottich milder Joghurt, einfach für, weiß ich nicht, sei es für morgens oder zum Dip mal anrühren, einen Joghurt-Dip oder sowas. Dafür war das gedacht. Ich habe schon keinen Platz mehr, wenn ich das hier überall hinstelle. Dann haben wir einmal Krautsalat. Wir machen Döner, und zwar einen deutschen Döner in dem Sinne. Mein Opa hat sich das irgendwann mal ausgedacht, als ich immer gesagt habe, ja, ich gehe Döner essen und so. Dann hat er mal einen Döner nach seiner Art gemacht und schmeckt echt lecker. Er schmeckt anders, aber sehr lecker. Und mit Kassler ist er und so. Ganz geil. Genau, den gibt es diese Woche. Dann habe ich von Starbucks einen Karamell Macchiato. Mal gucken, ob ich den gleich noch trinke, aber ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen spät dafür. Dann trinke ich den morgen. Dann hatte ich hier von True Fruits diesen Smoothie gesehen, den ich, glaube ich, noch nie gesehen habe. Also nicht diesen grünen hier, meine ich. Der ist mit Kurkuma, Minze, Spirulina, Limette, Cashew, Apfel, Banane, Orange, Ananas, sowas. Keine Ahnung. Ich wollte ihn einfach mal testen. Keine Ahnung, ob das überhaupt was für mich ist. Ich mag den pinken immer sehr gerne. Dann haben wir hier noch für den Döner Tzatziki natürlich. Das fällt mir gleich alles ins Spülwasser. Ich will ja schon kommen. Dann, was ich ganz gerne mal snacke, hier diese kleinen Snack-Karotten. Finde ich richtig gut. Was haben wir hier? Dann habe ich mal einen Halloumi mitbestellt. Ich weiß noch nicht ganz genau, wofür wir den verwenden, aber vielleicht zu Salat oder so. Und dann den angebraten, könnte ich mir schon lecker vorstellen. Und dann haben wir einen Hirtenkäse, haben wir halt immer da. Ich glaube, wir haben auch noch einen da. Mettenten für die Kartoffelsuppe. Dann haben wir heute Eier leer gemacht, deswegen habe ich nochmal Eier neu geholt. Einmal für Krebs und ja, fürs Schnitzel. Dann hier ein Steinofenbaguette, dass ich das mit dem Ofengemüse essen kann, oder wie eher gesagt. Uiuiui, ja, dann haben wir hier zweimal Hitchis, die Drachenzungen. Die isst mein Mann super gerne, deswegen habe ich die eingekauft. Dann habe ich hier einen 6er Dosen Sprite. Da freue ich mich drauf. Die wird es, denke ich, die stelle ich gleich kalt und dann gönne ich mir gleich eine. Genau, dann habe ich hier ein bisschen von Knorr so ein paar Kräuterpackungen, also diese Salatdressing-Dinger. Einmal hier 7 Kräuter, Honigsenf, Dill und Paprikakräuter. Ich finde, das sind richtig tolle Dressings. Die habe ich immer da. Waren jetzt allerdings leer, deswegen musste ich mal wieder ein paar nachbestellen. Dann einfach mal hier 2 Dosen Hundefutter, Rind und Pute und einmal Rind alleine. Und dann kommen wir jetzt zu der letzten Tüte. Da haben wir dann einmal Fladenbrot für den Döner. Gemüsebrühe nehme ich immer mal wieder mit. Haben wir, glaube ich, auch noch was da, aber kann ja nicht schaden. 99 Cent, die war reduziert, deswegen habe ich die mitgenommen. Dann hier für diese Salatkrönung auch noch Gartenkräuter. Ich nehme nämlich eigentlich immer am liebsten Gartenkräuter. Und deswegen habe ich das in dieser großen Packung gekauft, weil das macht halt mehr Sinn. Ist halt insgesamt günstiger, wenn man sich dann hier holt. Genau, dann brauchten wir unbedingt Mayo, die ist gerade leer gegangen. Haben wir wieder neu. Und dann sind hier noch 2 Sachen, drei solcher Dinger für Katzen drin. Damit die nicht leer ausgehen, ein bisschen Katzenfutter auch noch. Genau. Das war der Einkauf, das, was wir uns bestellt haben. Und ja, das darf ich alles in den Kühlschrank räumen. Juhu. Hallo am Mittwoch. Ganz cozy, wieder von zu Hause. Ich habe den Kamin an. Man sieht es gerade nicht. Ja, doch, man sieht es. Ich muss gerne was nachlegen. Es ist kalt. Es ist so kalt. Aber es ist natürlich schön. Hier riecht es nach Kerze, nach Kamin. Das finde ich toll. Das mag ich am Herbst. Von daher, also es hätte auch gerne noch ein bisschen länger Sommer sein können oder überhaupt ein bisschen Sommer, weil ganz ehrlich, so viele Sommertage hatten mich jetzt nicht.
Ich habe gerade ein Video gedreht und Leute, seht ihr eigentlich mein Nidschatten, wie scheiße der aussieht? Den habe ich weiß nicht, ob ihr es erkennt. Den habe ich vorhin erst gemacht und es sieht halt einfach doof aus, weil der sich komplett ablöst. Und zwar, ich teste ja alle meine Paletten einmal so durch und benutze alle nach und nach und packe die dann wieder in den Schrank, damit ich auch wirklich alles benutze und auch aussortieren kann. Und ich habe diese heute benutzt, die Riva Loves Me Glitter All Around Me Eyeshadow Palette. Und die werde ich aussortieren. Also die kommt wahrscheinlich dann in Trashy demnächst. So sieht die aus. Ich finde die eigentlich ganz schön. Ich hatte, glaube ich, letztes Jahr schon mal diese Blautöne, Blau-Grautöne benutzt. Heute waren es halt die Rottöne mal, die ich benutzen wollte. Puh, es sind mir erstens zu wenig matte Farben hier drin, was mir nicht so viel Spaß macht, weil man dann wirklich alles schattieren muss, auch mit Glittertönen, und das finde ich nicht so schön. Und hier sind halt wirklich Press-Glitters. Also, ja, vier richtige Glittertöne. Finde ich nicht so schön. Ich habe mir heute diesen roten auch drauf getupft. Und ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber er trägt alles darum herum ab. Also, man tupft das auf und darunter hatte ich Lidschatten und danach war da Haut. Dann bin ich nochmal mit dem normalen Schimmerlidschatten, dem Puderton, drüber gegangen. Deswegen sieht es vielleicht gerade nicht ganz so schlimm aus. Ich weiß nicht, ich sehe es nachher im Schnitt. Aber nee, nee. Die kommt auf jeden Fall jetzt weg. Da habe ich keinen Bock drauf. Dafür finde ich das gut, dass ich halt wirklich generell finde ich es gut, dass ich alle Paletten mal teste. Weil es bringt nichts, wenn sie im Schrank vergammeln. Aber so kann ich mich auch ganz einfach davon trennen. Weil was will ich mit dieser Palette? Sie hat mir keinen Spaß gemacht, damit einen Look zu schminken. Und die Qualität ist halt auch nicht dementsprechend. Jedenfalls nicht bei diesen Glitter Shades. Und da sind so viele, also 4 Stück von drin. Brauche ich nicht, habe ich keinen Spaß dran, freue ich mich nicht drauf. Und ich will Spaß haben, mich zu schminken. Und auch Spaß mit meinen Paletten haben. Und das habe ich hier halt einfach nicht. Genau. Boah, ich laber so viel. Ich habe gerade halt auch ein Aufgebaut-Video gedreht. Und ich habe einen ganz trockenen Hals. Ich muss gerne was trinken, sonst sterbe ich gleich. Hilfe. Ja, so viel dazu. Ich muss halt auf jeden Fall noch ein Video schneiden. Das steht an. Und hier weiter aufräumen. Hello am Donnerstag. Boah, Leute, ich bin so genervt. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Ich habe gerade einen Pferdeschwanz, habe Sportsachen an und bin einfach nur noch genervt. Weil ich bin ja bei einem Sportkurs angemeldet mit dem Kleinen. Das heißt Fit Dank Baby. Und boah, ich kann es euch definitiv nicht empfehlen. Ich bin gerade so sauer, Leute. Boah, bin ich genervt. Und zwar hatten wir eine Gruppe. Beim ersten Mal war auch alles gut. Da war das hier im Ort. Also es sollte auch hier im Ort sein, wo ich wohne. Das hat auch beim ersten Mal geklappt in der Halle. Und dann beim zweiten Mal hieß es dann schon, ah, das klappt alles nicht. Wir kriegen die Halle doch plötzlich nicht mehr. Ja, dann haben wir es beim nächsten Mal draußen gemacht, was so lala war. Weil es war halt auch übelst kalt und dann mit dem Kleinen fand ich das einfach nicht so cool. Ja, weil man immer aufpassen musste, dass die Ohren verdeckt waren, es war halt windig und so, ne? Das war halt schon nicht so cool. Und jetzt, also danach das Mal, waren der Kleine und ich nicht da. Da war, achso, das hat das erste Mal dann woanders auch noch stattgefunden, weil sie dann eine neue Halle hatte, die aber viel weiter von mir weg ist. Also jetzt wäre ich so 2-3 Minuten gefahren, so fast, oder 4, lass es 4 sein. Aber es war auf jeden Fall super, super nah. Und ja, was soll ich euch sagen? Dann, jetzt ist das, keine Ahnung, 20, 25 Minuten von mir entfernt, was ich halt schon ein bisschen scheiße finde, weil es schon ein Unterschied und ich habe dann ganz schön Fahrerei wegen dem Scheiß. Und auch mit dem Kleinen ist das halt blöd, muss viel früher losfahren und so. Ja, letztes Mal waren wir dann nicht dabei, weil ich weiß nicht, ob das am Vollmond lag. Er hatte letzte Woche einen Tag, dass er überhaupt nicht geschlafen hat. Wir haben sonst gar keine Probleme, der schläft eigentlich fast durch. Und er wird einmal für die Flasche wach. Und ansonsten schläft er durch. Und beim letzten Mal war es absolut nicht der Fall. Der ist ständig wach geworden, war auch irgendwie gefühlt hellwach und so. Und war dann am nächsten Morgen, als wir dann wach waren, dementsprechend total schlecht gelaunt, weil er ist wie ich. Wenn er nicht genug Schlaf kriegt, ist er nicht so gut drauf. Und das war dann an dem Morgen. Und dann habe ich halt auch gedacht, was soll ich da jetzt hinfahren? Es bringt ja nichts, wenn er da die ganze Zeit am Meckern ist und eigentlich nur schlafen will. Denn da brauche ich ihm auch nicht jetzt irgendwie wach halten oder sonst was. Genau, deswegen hatten wir da abgesagt. Und da war das erste Mal, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, da war das erste Mal in diesen neuen, in der neuen Halle. Und jetzt mache ich mich so fertig. Wäre wie immer ein bisschen früh dran gewesen so.
bin dann im Auto, damit ich nicht zu früh losfahre, hatte ich mich noch eingesetzt und so, wollte schon mal ganz entspannt alles eingeben. Gucke in die Gruppe, auf einmal sind die Nachrichten nicht mehr da. Und ich denke mir nur so, hä, warum sind die Nachrichten nicht mehr da? Das haben die irgendwie ausgestellt, oder also hat die Leiterin ausgestellt, dass die Nachrichten sich nach 7 Tagen löschen. Wie hohl? Also warum? Warum sollten sich die Nachrichten löschen? Das ist eine scheiß Gruppe, wo wir besprechen, wo was ist und wann was stattfindet und ob jemand zu spät kommt. Warum sollte man diese Nachrichten löschen? Das macht gar keinen Sinn halt. Und ja, dann stand die Adresse da nicht mehr, was halt blöd war, weil ich noch nicht da war und nicht weiß, wo es ist. Habe ich da in die Gruppe geschrieben. Also wir sind übrigens nur zu dritt. Ich dachte eigentlich, wir wären da mit viel mehr Leuten. Also nur die Trainerin und noch eine weitere. Das ist halt auch schon so ein super Reinfall gewesen. Ich dachte, wir sind da vielleicht zu viert, fünft oder so, dass man sich so ein bisschen mehr austauschen kann. Sind wir nicht. Das heißt, wir sind 3 Leute in dieser Gruppe. Und es hat mir halt keiner geantwortet. Und es wird immer später und später. Ich habe noch keine Antwort bekommen. Ich bin gerade so genervt. Ne, mach mich fertig, meine Kleine fertig. Der Kleine war eben auch richtig abgenervt. Dann habe ich ihn halt aus dem Auto rausgeholt, weil wie lange soll ich denn noch sitzen und auf eine Antwort warten? Ist mir halt auch irgendwann mal zu blöd. Und jetzt, ich habe jetzt gerade nicht aufs Handy geguckt, die letzten 3-4 Minuten. Aber wenn jetzt eine Nachricht da ist, bringt es mir halt auch nichts, weil es einfach über eine halbe Stunde schon her. Und wenn ich jetzt noch losfahre, 20 Minuten oder so, ich muss jetzt erst den Kleinen wieder einpacken und. Es würde ja nochmal fast eine halbe Stunde dauern. Macht halt gar keinen Sinn, ne? Ganz ehrlich, ich bin gerade richtig genervt. Also ich meine, ist vielleicht keine böse Absicht, aber warum macht man das, dass die Nachrichten sich löschen? Man denkt doch mal mit, oder? Also macht gar keinen Sinn. Und ich bin jetzt halt übelst abgefuckt. Ja, naja, dann halt kein Sport. Aber ich sehe es halt irgendwie auch nicht ein, die nächsten Male dann hinzugehen, weil ich war jetzt 2-mal da, 2-mal dann im Grunde ja nicht. Und es würde nur noch 2-mal stattfinden. Das ist halt richtig unnötig, ne? Ganz ehrlich. Ich schreibe dann nachher hin, dass ich mein Geld zurück möchte, weil das ist halt echt... dämlich. So, mir wurde dann eben noch geantwortet mit einer Sprachnachricht, nachdem der Kurs angefangen hatte schon. Was soll ich sagen? Also ich bin natürlich jetzt nicht mehr losgefahren, weil den Kleinen hatte ich gerade erst beruhigt, der war halt genervt, dass er so lange im Auto sitzen musste. Und jetzt ist er gerade ein bisschen beruhigt und ganz ehrlich, der hat gerade gepennt, der ist gerade wieder wach geworden. Bin natürlich jetzt nicht mehr losgefahren, weil ganz ehrlich, das hätte jetzt auch noch mal eine halbe Stunde gedauert. Dann wäre die Hälfte des Kurses schon rum gewesen, wenn ich da gewesen wäre. Macht halt gar keinen Sinn, wirklich. Oh, es nervt mich richtig. Meine Laune ist gerade richtig so im Keller. Weiß ich nicht. Ich meine, ich bin ehrlich, ich freue mich generell nicht so, weil, also, ich bin jetzt nicht so das Fitnessmonster, sag ich mal. Und ich war eh immer so, oh, Sport, kein Bock. Aber das nervt mich jetzt, weil ich schon so eine Person bin, wenn ich was mache, dann ziehe ich halt durch. Und es wären jetzt auch nur 3-mal gewesen, aber das macht mich jetzt richtig... Kennt ihr das, wenn einfach eure Laune wegen... Es ist ja jetzt nichts so Schlimmes, ne? Ich meine, es gibt schlimmere Dinge auf jeden Fall, das ist uns allen klar. Aber es ist halt immer was Nerviges. Sagen wir das Wort nervig, ich glaube, das ist in Ordnung. Und es zieht mich gerade irgendwie so runter, obwohl es ja unnötig ist und jetzt kann ich ja eh nichts mehr dran ändern. Der Kurs ist, glaube ich, jetzt... in der Viertelstunde schon vorbei. Deswegen, ich kann jetzt eh nichts mehr machen. Aber es fuckt mich einfach unnormal ab. Weiß nicht, ob wir das nachvollziehen können. Aber, keine Ahnung, man macht sich ready. Ich habe mir gestern schon coole Sportsachen rausgesucht, weil ich habe ja so 100.000 Sportsachen. Obwohl ich keinen Sport mache. Ja, macht Sinn, ne? Und jetzt wollte ich alles mal wieder anprobieren und gucken, ob ich das noch behalte, um auch auszusortieren. Ja, jetzt habe ich meine Sportsachen hier so an und Pustekuchen, mach ich nix. Naja, es ist, wie es ist. Ich mache den Kleinen jetzt, glaube ich, noch mal eine Milch, weil ich glaube, der kriegt langsam Hunger. Und lass die Hunde wieder rein. Und dann gucken wir mal, was wir machen. Ich habe irgendwie Bock auf einen Kuchen. Ich bin da überlegen, ob wir da in die Stadt fahren, dass ich Zutaten für einen Kuchen hole. Keine Ahnung. Ich habe Bock, einen Kuchen zu backen. Und was wollte ich noch sagen? Ja, genau, ich muss gleich, ich habe gestern ja ein Video geschnitten, aufgebraucht Video gestern gedreht und geschnitten. Das muss ich gleich im Grunde nur noch hochladen, das heißt heute seht ihr das aufgebrauchte Video, aber ich lade heute den Vlog natürlich noch nicht hoch. Ja, also jetzt muss ich versuchen, bessere Laune wieder zu kriegen, bringt ja alles nichts, ne? Hallo. Oh, Leute, ich habe heute gegessen, ich bin so platt. Es gab Ofengemüse und dazu ein Baguette und ein Joghurt-Dip. Der Hund übergibt sich hier fast.
Okay. Boah, ich bin so platt, ne? Boah. I'm full. I'm so full. Und wollte nur was zeigen. Guckt euch das mal an. Seht ihr das? Na, wer weiß, wozu das gehört. Wartet, ich habe noch eine Kette. Es gibt einfach eine Saw-Kollektion mit Schmuck. Ich zeige euch nachher noch die anderen Sachen und wie das verpackt ankam. Richtig cool, aber oh, ich kann euch das jetzt nicht zeigen. Ich habe gerade so, mein Bauch ist gerade so voll. Zeige ich euch gleich, sobald ich wieder kann. Hallöchen. Entschuldigt das Licht, es ist schon ein bisschen dunkler draußen. Und ich habe das Licht direkt über mir, ist jetzt nicht perfekt. Aber ich möchte euch kurz noch ein paar Sachen zeigen. Und zwar war mein letztes Mal, wo ich, glaube ich, gefilmt hatte, ja, wo ich euch Sachen gezeigt habe. Wenn ich mich nicht täusche, jetzt zeige ich es euch richtig. Und zwar wurde mir das auf Instagram angezeigt. Und ja, für alle, die mich ein bisschen kennen und mich schon länger verfolgen, sei es hier oder auf Twitch zum Beispiel, als ich gestreamt habe viel, ich bin ein riesen Saw-Fan. Ich liebe Horrorfilme, ich liebe Saw. Also das ist für mich das Coolste, was es gibt. Und dann habe ich diese Kooperation hier in dem Sinne gesehen und ich musste zuschlagen. Ich weiß nicht, wie man diese Firma genau ausspricht. Gnotze? I don't know, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, ob das deutsch ist oder ob die von woanders kommt. Sehe ich jetzt hier drauf auch nicht mehr. Auf jeden Fall auch alleine diese Verpackung. Ne? Wow. Richtig, richtig cool. Und eigentlich wollte ich nur, daraus hat mir am meisten, haben mir hier Ohrringe gefallen, die ihr gestern, die habe ich euch, glaube ich, hier gestern schon gezeigt, wenn ich mich nicht täusche. Sekunde, ich muss sie kurz auseinanderfriemeln. Genau. Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt klappt so gut. Hier. Hier ist einmal dieses Puzzleteil, was man ja kennt von Jigsaw. Da oben jeweils das Sägeblatt, die Spirale. Und hier haben wir dann noch den Fuß, den abgesägten Fuß aus Teil 1 im Grunde. Also für viele ist es wahrscheinlich von euch jetzt eher so, okay, warum kauft man sich das? Aber wenn man Fan davon ist, ist es einfach mega und ich finde es richtig süß. Genau, eigentlich wollte ich die Ohrringe haben, weil ich glaube, die haben schon um die 40, 50 Euro gekostet, hätte ich jetzt gesagt. Die finde ich richtig, richtig süß. Und dann gab es aber auf der Homepage, ich glaube, das gibt es auch länger. Mir wird das jetzt halt öfter angezeigt. Und ich glaube, es gibt öfter die Aktion, dass man, wenn man sich zwei Sachen aussucht, man zwei weitere noch umsonst bekommt. Und dann dachte ich, ja, okay, komm, dann nehme ich mir noch eins, dann kriege ich sogar vier. Weil mir geht es ja um die komplette Kollektion und das ist natürlich schon ganz cool. Dann habe ich mir Folgendes gekauft. Einmal diesen Anhänger, weil, also ich glaube, das war das teuerste. Die zeige ich euch jetzt zum Schluss so. Bitte fokussiere das. Bitte. Da, ja, perfekt. Oh mein Gott, diese Puppe auf dem Dreirad. Ich heule. Einfach Billy. Das ist so süß. Ja, also als Kettenanhänger hatte ich letztens schon dran. Ja, cute. Und im Grunde die nächsten zwei Sachen habe ich dann ja in dem Sinne umsonst bekommen. Warte mal. Ah, hier. Und es gab übrigens noch ein Bändchen, ein Kettenband, dieses hier, auch noch gratis. Generell, keine Ahnung. Genau, das hier finde ich sehr süß. Das ist das Sägeblatt. Komm schon. Tu es. Tu es. Leute, was ist das mit der Kamera? Ach Mann. Komm. Ihr seht es nicht richtig. Da, jetzt haben wir es. Das Sägeblatt mit dem Blut dran und hinten steht da Game Over? Ich muss gleich selber nochmal lesen. Nee, Want to play a game. Genau, das finde ich richtig cool. Das sieht halt auch schön aus, weil es ein bisschen dezenter ist. Das ist ein recht kleines Plättchen. Das fällt nicht ganz so extrem auf wie jetzt diese Jigsaw-Puppe da. Und dann nochmal diesen Anhänger. Und zwar ist das einmal der abgeschnittene Fuß mit den Ketten noch dran und die Säge dazu. Das ist einfach voll cool. Also ich finde das wirklich cool. Wie gesagt, das eine Halskettchen dazu gab es auch noch umsonst. Und dann gab es sogar noch dieses hier umsonst.
auch nochmal so einen Charme in, ja, so einem Halloween-Design. Das brauche ich persönlich nicht, das packe ich vielleicht mal irgendwann bei euch in eine Verlosung mit rein. Vielleicht ist das für jemanden was. Mir ging es ja wirklich nur um diese Saw-Sachen. Ja, so viel dazu, da freue ich mich richtig drüber. Ich liebe die Sachen. Und ja, die werde ich jetzt regelmäßig tragen. Ich finde es richtig, richtig schön. Dann wollte ich euch generell noch kurz ein, zwei Sachen zeigen, die ich mir gekauft habe. Ich dachte, vielleicht interessiert euch das. Und ganz schnell, heute kam Post. Und zwar gab es hier von DM eine Überraschung für mich. Das haben wahrscheinlich viele gekriegt. Und zwar 10 Jahre Glückskind. Also für die Leute, die wahrscheinlich da registriert sind, auch mit dem Baby. Ja, gibt es einen Geburtstagstassenkuchen. Finde ich total süße Sache. Da habe ich mich richtig drüber gefreut, weil es halt so unerwartet ist. Dann habe ich letztens mir eine kleine Gießkanne für drinnen gekauft, die irgendwie ganz hübsch und dekorativ ist für oben. Die kommt nach oben. Ich glaube, das sieht ganz schick aus. Dann zeige ich euch als nächstes, was ich im Action gekauft habe. Da waren wir nämlich gestern, ja. So, eine Sekunde. Als erstes habe ich mir ein bisschen Aufbewahrung gekauft. Hiervon 2 Stück. Und dann nochmal 2 etwas größere. Da packe ich alle meine Beauty-Sachen so rein. Meine Pflegeprodukte stehen damit in Schränken. Also das finde ich ganz praktisch. Dann mussten natürlich ein paar Masken mitkommen. Und zwar einmal welche von den Looney Tunes hier. Da konnte ich nicht mich zurückhalten. Einmal diese hier. Bugs Bunny. Und mit dem Kleinen hier. Das ist süß. Dann habe ich hier noch eine Maske mitgenommen. Also ich mache das jetzt ein bisschen im Schnelldurchlaufen. Das ist ja kein richtiger Haul. Dann hier noch eine Strawberry-Maske. Die Jelly-Maske. Und hier eine Face-Sheet-Maske, weil das dieser Gummiburger ist. Finde ich richtig lustig. Ja, ein paar neue Masken. Ist nicht so, dass ich nicht noch 100.000 habe. Aber man kann ja nie genug haben, ne? Genau, das habe ich im Action gekauft. Und die 2 Sachen habe ich auch noch im Action gekauft. So minimale Deko noch. Und zwar einmal den fand ich ganz niedlich. So für Weihnachten, dass man den irgendwo dezent hinstellt, weil er halt aus Holz ist und recht schlichte Farben. Ich finde, den kann man... Ich mag es nicht so kitschig. Also für mich sind so komplette Weihnachtsmänner, wenn die da sitzen würden, so Figuren davon, die so knallbunt sind und oder rot halt. Nicht so meins. Ich mag dann lieber so ein bisschen was Dezentes und das finde ich ganz süß. Genauso wie den hier. Den habe ich auch aus dem Action mitgenommen. Den kann man halt einfach schön irgendwo hinstellen, finde ich. Und dann sieht das weihnachtlich aus, aber nicht so... Es verändert nicht gleich den ganzen Stil so. Wisst ihr, was ich meine? Dann war ich gestern noch im Teddy drin. Und da habe ich... ich habe noch mehr im Action gekauft, oder? Sekunde kurz. So, ich wusste es doch, ich habe sogar noch mehr gekauft im Action. Hatte ich irgendwie verpeilt. Einmal auch eine Geschenktüte, aber ist jetzt nicht so relevant. Dann habe ich einmal hier Latexballons mitgenommen für Halloween. Jetzt nicht für dieses Halloween, aber vielleicht nächstes oder so. Wenn der Kleine dann noch ein bisschen mehr mitkriegt, dann möchte ich natürlich sowas groß feiern. Einfach, damit der Kleine Freude hat und auch für mich, weil ich finde es auch cool. Dann habe ich diese 2 Teile mitgenommen. Fand ich eigentlich ganz süß. Also es sind halt Fake-Blumensträuße offensichtlich, mit einer, schon in einer Vase drin. Fand ich ganz cool, weil ich finde so vom Weiten sieht das jetzt gar nicht so scheiße aus. Also ich finde, die gehen. Wenn ich mir jetzt irgendwann so im Hintergrund vielleicht von meinem Video vorstelle, jetzt nicht beide, aber ich konnte mich nicht so ganz entscheiden. Vielleicht wechselt man nochmal aus. Das ist ein bisschen mehr im Herbst, das ist ein bisschen mehr im Frühjahr. Weiß ich nicht, aber die waren jetzt auch nicht so teuer, deswegen habe ich die mitgenommen. Ich denke, die kann man auch gut mal integrieren. Und dann habe ich mir noch so Tabletts mitgenommen, weil ich finde, die kann man immer gebrauchen. Die werde ich wahrscheinlich erstmal zu meinen Deko-Sachen packen, weil hier sind ja erst ein paar Räume fertig. Ist es hier ein großes Haus, da wird irgendwann noch mehr. Wir renovieren ja nach und nach. Jetzt kommt gerade das 2. Kinderzimmer dran. Und wenn wir dann oben zum Beispiel den Flur, das 2. Wohnzimmer oder was auch immer, das wird Aufenthaltsraum gemacht wird, dann kann ich natürlich noch viel mehr dekorieren. Und ich nehme mir schon immer mal so ein bisschen was mit, bin ich ehrlich. Und da habe ich einmal so ein Deko-Tablett. Was auch immer man danach draufstellt, ob es dann halt wirklich vielleicht so ein Blümchen dann ist auf dem Tisch und hier vielleicht noch eine Kerze oder weiß ich nicht. Aber ich finde, sowas kann man immer gut gebrauchen. Und dann habe ich hier noch ein Tablett, noch ein etwas größeres. Alle so ein Holzoptik, finde ich ganz schön. Ja,
die habe ich da. Und wenn man die nachher in den Keller stellt und irgendwann mal austauscht oder so, kann man auf jeden Fall ein bisschen was mitmachen, finde ich. Yes, das waren jetzt die Sachen aus dem Action. Und dann war ich halt noch im Teddy drin, da zeige ich es euch auch nochmal kurz. Da habe ich einfach das hier mitgenommen, das hat 6 Euro gekostet. Finde ich richtig süß, also so eine kleine Laterne in dem Sinne. Kann man halt ein Teelicht oder so reinstellen und dann ja, strahlt das natürlich so cool raus. Ich fand das auch ganz schön, ich wollte ein bisschen noch Halloween-Deko haben. Und das ist, finde ich, eine schöne Deko, weil es ist nicht so krass in your face, dieser orangefarbene Kürbis, sondern das passt sich halt so ein bisschen an. Also ich finde, das passt in bei mir auf jeden Fall ganz gut rein. Das war der. Und dann noch was, weil es perfekt in Damians Kinderzimmer passt. Habe ich euch, glaube ich, noch nicht gezeigt. Muss ich irgendwann mal machen. Da ist, habe ich ein Kissen, was so ein Löwenkopf ist. Und dann hat das hier so Fransen und das ist halt die Mähne. Und da passen diese zwei Dinger, die ich hier gefunden habe, einfach perfekt zu. Die musste ich mitnehmen. Und zwar zum Aufhängen einmal der hier. Also so ähnlich sieht das halt gefühlt aus. Und dann nochmal der hier. So süß. Und dann kann man die einfach so schön an der Wand hängen, denke ich mir halt. Also so als Deko finde ich super, super cute. Deswegen das, daran konnte ich nicht vorbeigehen. Das ging wirklich nicht. Also für Dami, da, ja, ich möchte, dass er ein richtig schönes, süßes Kinderzimmer hat. Yes, und jetzt vor mir, wo ihr draufsteht, Leute, habe ich noch eine kleine DM-Bestellung und ich dachte, ich muss sie sowieso auspacken. Also vielleicht habt ihr Interesse, zuzugucken, was ich da noch bestellt habe. Nichts Wildes. Ja, ich zeige es euch. So, Position ist einmal gewechselt. Ich stehe jetzt woanders drauf. Hier ist das Paket, hier ist meine Schere. Ich mache das Ganze mal auf. Und wie ich gerade die Schere halte, Leute, macht es mir nicht nach. Ich sitze einfach gerade ein bisschen blöd dafür. Ich könnte auch aufstehen, aber ganz ehrlich. Was soll's? Ist jetzt ein bisschen blöd hier im Sitzen, aber ist egal. Ja, weshalb ich auf jeden Fall bestellt habe, wartet. Ihr werdet es gesehen. Das habe ich mir 5-mal bestellt, ja. Hochglanzoberflächentuch aus Mikrofaser. Das ist halt, glaube ich, richtig gut so zum Staubauffangen, generell zum Putzen. Und das hatten sie schon mal, das war so schnell ausverkauft. Das gab es, glaube ich, in rosa. Und jetzt habe ich das gesehen, in grau finde ich tatsächlich noch besser. Und ja, da musste ich mir 5 Stück mitnehmen. Bin ich ehrlich, das brauche ich. Ich kann euch mal eins hier rausholen. Besonders oberflächenschonend. So sieht das Putztuch aus. Und ja, davon habe ich mal mitgenommen. Hatten die nämlich nicht so oft da. Deswegen musste ich diesmal zuschlagen. Freue ich mich drüber. Ich greife nach und nach raus, Leute. Ich gucke jetzt nicht danach so. Es gab ja auch jetzt gerade bei, oder gibt es jetzt aktuell ja sogar noch, ich weiß nicht, wann ich das Video hochlade, aber ich hoffe vor dem 1. Oktober. Auf jeden Fall ansonsten, es gab eine Aktion, genau wie bei Rossmann, ich glaube Rossmann hat die zuerst gestartet, dass wenn man was für 1 Euro kauft, kriegt man einen Gutschein. Also, dass man irgendwas umsonst kriegt. Das gibt es bei DM halt jetzt auch. Und da durfte ich mir einmal solche Tücher hier aussuchen, die Allzwecktücher feucht. Und die nehme ich sowieso, da habe ich mich richtig gefreut, weil die nehme ich ständig mit. Also immer, wenn es Limited Editions gibt, kaufe ich die eigentlich. Die kann man ja wirklich für alles mal eben benutzen. Muss man eben Stuhl abputzen oder so. Hast jetzt nicht so viel Putzmittel zur Hand oder so. Oder es ist halt praktisch. Ich benutze es jetzt auch nicht ständig. Ich habe auch normales Putzmittel, aber ich kaufe mir schon immer so eine Limited Edition. Und dann verwende ich die halt auch nach und nach. Das hier duftet jetzt, ist die Variante Green. Duftet nach Papaya, Ananas und grünen Noten von Bambus und grünem Tee. Hört sich sehr, sehr gut an. Finde jetzt die Verpackung aber nicht so hübsch, sonst haben die eigentlich schönere Designs. Und wenn wir dabei schon sind, ich habe natürlich nicht nur das gekauft, sondern es gab 3 neue LEs. Habe ich natürlich auch noch die Variante Lila mitgenommen. Duftet nach Sommerbeeren, Kirsche und süßen Noten von Candice und Vanille. Richtig lecker. Kirsche. Ich glaube, das ist das, was mir am wenigsten hier zusagt, ist die pinke Variante. Duftet nach Apfel, Orangenblüte und frisch-fruchtigen Noten mit einem Hauch Ozean. Ja, wie gesagt, eins davon konnte ich mir umsonst mitnehmen. Dann haben wir hier noch ein Tuch, Bodentuch aus Mikrofeinfaser. Das hier, man kann nie genug Putztücher haben, finde ich. Weil, ach, ja, dann, wenn mal welche in der Wäsche sind und, also da kann man nicht genug haben. Dann habe ich einiges an Katzenfutter gekauft, einfach noch mitgekauft, dass ich auf einen Versand, kostenlosen Versand komme. Ich meine, Katzenfutter brauche ich so oder so. Von Dein Bestes mit Truthahn und Rind. Da habe ich einige. Hier Truthahn klassisch. Dann habe ich hier noch welche mit Reich und Reich ein Huhn mit
Milchkern, also alles mögliche Barbecue. Und dann habe ich da halt wirklich ein paar von gekauft. Also hier sind noch viel mehr drin. Ich muss die mal alle rausholen. Dann haben wir hier etwas, was sich kaputt anhört. Oder? Was ist das für ein Geräusch? Ah, ich hoffe, es ist nicht kaputt angekommen. Ah, nee, da sind Kugeln drin. Achso, das wusste ich nicht. Ja gut, dann... und zwar von Airwick, Pumpkin Spice Magic. Diese Raumduft mit diesen Holzstäben da drin. Und da drin sind irgendwie so Perlen, keine Ahnung warum. Ja. Achso, Duftvase mit Aromaperlen, okay. Musste ich mitnehmen. Alles, was so in diese würzige Kürbisrichtung geht, das lacht mich einfach an, muss ich sagen. Gerade im Herbst so diese Kürbisdüfte, damit kriegt man mich mega. Und ja, das musste ich mitnehmen. Und dann habe ich sogar noch zweimal das hier mitgenommen. Ja, wartet. Genau, das habe ich zweimal mitgenommen, auch von Airwick, auch der Duft. Das ist für diesen, das sind diese Duftölflakons für diesen Spender, der ja im Raum dann schöne, gut riechende Düfte verteilt. Ja, das habe ich mir gekauft. Finde ich richtig, richtig cool. Und dann, also die Putztücher waren ein Grund, warum ich unbedingt bestellen wollte. Und weil meine Haare, es regt mich auf, Leute. Ich habe ja eigentlich dunkle Haare. Also, da ist dunkler, habe ich euch schon mal gesagt. Hier, das ist komplett ausgeblichen von der Sonne. Und wenn ich meine Haare wirklich richtig färbe, hält das auch nur 2 Wochen. Also nicht länger als eine Tönung. Meine Haare nehmen das irgendwie nicht richtig an. Und ja, ist halt blöd. Deswegen habe ich mir jetzt mal Tönungen gekauft. Und bei mir wird es, egal welche Farbe ich habe, wird es beim Färben fast schwarz. Also das Dunkelste, was geht. Egal, ob ich hellblond nehmen würde, würde es fast schwarz werden. Falls hier ein Friseur anwesend ist, können wir gerne sagen, woran das liegt. Genau, jetzt habe ich hier einfach mal hier Haselnuss von Réel eine Tönung. Dann habe ich von Syos Color Glow pflegende Haartönung, kühles Braun. Also mir geht es ja nicht um einen bestimmten Farbton, aber ich hätte es ganz bisschen dunkler. Und von Garnier habe ich die 29 kühles Hellbraun. Ja, ich probiere es demnächst nochmal. Und zu guter Letzt ist da nur noch mal was für die Katzen drin. Dafür muss ich nur einmal aufstehen, sonst wird es schon schwierig. Ja, wartet. Hoi. Oh Gott, von Whiskers. Nochmal einmal Trockenfutter. Und zwar 3,8 Kilo. So, boah, kriege ich die Kamera wieder vernünftig hin. So sieht's aus. Das sind die Produkte, die ich mir bestellt hatte oder ja, im Laden eingekauft habe. Die wollte ich euch einmal kurz zeigen. Und das war es dann jetzt, denke ich, auch schon für heute. Morgen weiß ich noch nicht, ob ich filme. Wenn, dann macht es vielleicht auch Sinn, einen neuen Vlog anzufangen. Naja, ihr seht es ja, ob es jetzt gleich weitergeht oder nicht. Morgen ist auf jeden Fall unser Hochzeitstag. Wir sind morgen ein Jahr verheiratet. Und ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, für uns geht es zu My Wellness. Für alle, die das vielleicht nicht kennen oder so. Das gibt es jetzt auch in Münster, das ist nah bei uns dran. Habe ich aber auch schon mehrfach gemacht. Also wir waren schon mal in My Wellness. Und es ist halt einfach so ein Privatspa, sage ich mal. Da gibt es mehrere Räume, wo du wirklich für dich bist. Da kommen die Leute nicht rein. Du kannst alles über ein Tablet bestellen. Und wir sind da halt morgen 6 Stunden lang, was halt wirklich richtig cool ist. Kostet natürlich auch ein bisschen was. Aber da drin ist ein Whirlpool, da drin ist Multimedia, also das heißt, ihr habt einen Fernseher, ihr könnt Netflix zum Beispiel gucken, ihr könnt auch einfach Musik anmachen. Es gibt eine Sauna, die ihr selbst einstellen könnt. Am Anfang könnt ihr euch so einen Saunaaufguss aussuchen, die so richtig toll riechen. Es gibt eine Dusche, mein Hund schnarcht wie sonst was. Und ja, es ist unterschiedlich. Dann gibt es da noch so eine Hängematte. Teilweise gibt es vielleicht auch ein Dampfbad. Also es ist von man kann verschiedene Suiten buchen, sage ich mal. Und da sind wir morgen und ich habe das für uns gekauft heute, dass wir mal ja wieder zu zweit sind. Der Kleine ist bei seiner Oma dann, bei seinem Opa und übernachtet da auch, weil das Ganze geht von 19 Uhr bis 1 Uhr, habe ich das gebucht.
Einfach wirklich, dass wir richtig entspannen, da einer von uns fährt, also mein Mann fährt, kann ich auch ein bisschen was trinken, sonst haben wir nämlich immer echt viel, also richtig dort auch getrunken und sind dann immer, hatten dann in der Nähe ein Hotel und haben dann eine Nacht verbracht. Jetzt, da es in Münster ist, ist das nicht so weit und fahren wir halt wieder zurück, auch wegen des Kleinen, klar, den holen wir erst dann am nächsten Morgen wieder ab, aber genau. Und ich habe dann noch dazu gebucht, man kann da auch verschiedene Sachen hinzubuchen. Ich habe jetzt noch das Candlelight-Update, glaube ich, oder Romantik-Update. Dann sind da, liegen da überall Rosenblätter. Man kriegt einen Sekt, kann man sich aussuchen, ob mit oder ohne Alkohol. Der ist da mit drin. Es gibt zwei Cheesecakes, so kleine Dinger nur. Aber trotzdem ist es richtig süß. Und ein paar Kerzen stehen dann da. Es ist ein bisschen romantischer, das habe ich dazu gebucht. Und dann noch so mal ein Paket, also ihr könnt da auch Essen bestellen, ihr könnt da Trinken bestellen. Ich habe schon mal so ein Paket bestellt, da konnte ich mir dann, oder kann ich mir dann noch ein Peeling aussuchen, was wir vor Ort verwenden und Massagejoghurt und Drinks, also Cocktails gibt es da halt auch und Essen. Ich werde wieder Pizza essen, ich werde die Pancakes da essen, also da kann man sich wirklich richtig gut gehen lassen und da freue ich mich einfach wieder richtig drauf nach der Schwangerschaft, jetzt nach der ganzen Zeit. Mit dem Kleinen, ich meine, wir lieben den Kleinen, wir hätten ihn auch mitnehmen können, zur Not hätten wir es auch gemacht, aber jetzt haben die Oma und Opa gesagt, komm, wir passen auf. Man weiß ja auch nie, wenn er gerade einen schlechten Tag hat, wir sind ja nur mal da zum Entspannen und das kostet wirklich viel Geld. Und an unserem Hochzeitstag einfach so ein bisschen Zweisamkeit ist, glaube ich, mal ganz nett. Und da freue ich mich richtig morgen drauf, ja. Ich weiß nicht, ob ich euch da irgendwas dann, wenn ihr es sehen werdet, einblende oder so, ob ich die Kamera mitnehme und nur kurz ein bisschen abfilme, mehr nicht. Für einen kleinen Eindruck, eventuell.